Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt. Rund 50 Videos, genauso viele Schauspieler und jeder widmet sich, ironisch überspitzt, einem Aspekt der Corona-Pandemie. Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte. Doch was satirisch Fragen aufwerfen sollte, führt vor allem zu deutlicher Kritik. Einer der Hauptvorwürfe: Zynismus. Die Autorin Jasmin Schreiber auf Twitter: Viele Pflegende würden sich auch gern die freshen und witzigen 53 Videos anschauen. Leider haben sie dafür keine Zeit, weil sie in ihrer 70. Arbeitswochenstunde gerade schon wieder einer Familie sagen müssen, dass der Vater gestorben ist. Die Wahrheit darf wieder so einfach sein. So einfach, dass es uns den Atem verschlägt. Keine aufreibenden Diskussionen, die unsere Zuschauer verstören könnten. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich zu den Videos geäußert. Kritik sei gut und wünschenswert. Einen Mangel an Diskussion wollte er aber nicht wahrnehmen. Jeden Tag, wenn ich Zeitungen aufschlage, wenn ich Online-Medien aufschlage, wenn ich Sendungen schaue, gibt es doch kontroverse Diskussionen. Viele Schauspielkollegen haben die Aktion kritisiert. Stattdessen gibt es Applaus von rechts, aus der AfD und von Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen. Mehrere Beteiligte haben sich inzwischen distanziert. Heike Makatsch ließ ihr Video löschen, genau wie Merit Becker. Ich finde, dass Kunst Fragen stellen muss und in den Raum stellen können muss tatsächlich. Aber diese Aktion ist nach hinten losgegangen. Jan-Josef Liefers stellt klar, eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern und Ähnlichem weise ich glasklar zurück. Eine kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen sei das Ziel gewesen. Fraglich aber, ob die Form dieser Videos dazu geeignet ist.